Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier auf Krummbach. Jo, letztes Mal haben wir mit Ach und Krach noch geschafft, in der ganzen Folge die Kühe zu füttern. Sind natürlich nicht dazu gekommen, die Aufträge anzufangen. Gut, aber heute ist ja ein neuer Tag für euch hier. Jetzt ist möglich, die Aufträge zu behandeln. Jo, wir gucken einfach mal nach, was es so gibt und was wir so machen wollen. Jo, wir können Ballen, Ballen, Ballen machen. Ich weiß ja nicht. Gibt zwar Kohle ohne Ende. Aber ob das jetzt so sinnig für uns ist. Da gibt es natürlich breites Mähwerk und so ein Gedöns dabei. Wir haben ja nur das Kleine, ne? Okay, aber das Ziel und ich weiß ja nicht mehr. Okay, was haben wir bei dem ersten? Das würde ja schon gehen. Schwaderpressen brauchen wir nicht. Das haben wir ja. Wickel haben wir Ballentransport. Haben wir was für einen Ballentransport? Nee, ne? Nee, Ballentransport. Wir müssen einen Auftrag haben, auf jeden Fall, dass wir Ballen transportieren können. Also Quaderballen transportieren können. Weil dann können wir nämlich, ne, also mindestens einen müssen wir haben. Also entweder den hier. Oder halt den hier. Den, der hat auch einen Ballen. Wagen dabei, wir müssen ja die immer wegkriegen. Alle. Ach so, das ist rund. Den nicht. Der hier. Der hat aber wieder einen Quaderballenwagen. Okay. Dann würde ich pauschal sagen, den nehmen wir nicht. Den hier nehmen wir. Dann nehmen wir auch ruhig den Trecker, der hat mehr Leistung. Und ja, warum nicht? Das können wir mal eigentlich machen. Dann können wir Ballen machen. Oder sollten wir erst hier den kleinen Kleckerbetrag anpreschen? Da brauchen wir natürlich keine Maschinen für. Wir haben ja eigentlich alles. Oder halt grubbern könnten wir. Oder halt das blöde Pflügen. Könnten wir auch zweimal machen. Das ist aber große Felder und gibt nicht viel Geld. Also ich persönlich wäre hier fürs Ballenpressen. Da würde ich den hier einmal mit Geräte akzeptieren. Und dann würde ich das erstmal machen. Und die anderen nehmen wir auch dann an. Oder die können wir auch mal jetzt schon annehmen. Okay. Tieren aber nur noch drücken, weil wir haben ja schon Ballen, jawohl, den auch noch. Dann haben wir jetzt noch ein paar, die wir uns angeleiert haben. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Steht da oben aktive Verträge 5. Die würde ich sagen, die bearbeiten wir erstmal. Und wir werden das Mähwerk nutzen und halt Ballenwagen, wo ist der denn abgeblieben? Blue? Steht bestimmt drüben, warte mal. Haben wir auch bestimmt ausgestiegen. Der steht hier. Ja, genau, da steht der, okay. Das Mähwerk ist auf jeden Fall tipptopp, würde ich sagen. Da können wir gute Meter mitmachen. Ja, der Bandschwader, das ist noch besser. Dann können wir wenigstens schön sofort schwaden im Zuge. So, einmal ankoppeln hier. So, laut Schatten müsste das genau passen. Perfekt. So, jetzt müssen wir gucken, was das mit Silage war. Das war mit Heu. Da steht nämlich hier mit dem Wender. Das ist dann Heu. Das ist auch Heu. Das auch. Und wickel sie in Silagebahn. Genau. Feld 30. Können wir eben auf die Karte gucken, wo ist denn überhaupt Feld 30? Da ist Karte. Feld 30, 46, 53 ist ein Auftrag. Ach, 30 hier unten. Genau, die Wiese gegenüber dem Kuhhof mit Biogasanlage, der ist ja hier unten. Den wir uns ja als Ziel setzen, uns leisten zu können. Der kostet Klappe 804.000. Nur das Grundstück. Ja, noch nur das Grundstück. Ihr habt richtig gehört. Das heißt, unser Ziel ist noch etwas weiter entfernt. Aber da fahren wir erstmal hin zu Feld 30 und mähen die ganze Schitte erstmal ab. Auch Schwatt und ja, wir mähen eigentlich alles mit diesem. Nur halt, damit ich jetzt weiß, was ist Silage, was links, mache ich das sofort im Schwatt. Und das andere lege ich in Breitform ab. So.
Müssen wir einmal hier vorne gleich irgendwann links oben am Berg. Joa, Case hier, roten Sitz hier. Oh, schön auf dem roten sitzen. Moment, da müssen wir jetzt schon links. Hallo Auto, wegfahren. Ja, muss ich jetzt durchfahren, damit du weiterfährst? Ja, hob mich rum. Fahr doch einfach. Mann, 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 das ist ja schrecklich. Jetzt muss ich hier wieder zu. Also, das ist ja auch eine Eierei, ne, wenn der genau dann da stehen bleibt. Genau. Eine Hecke ist auch nicht wegbeambar. Und jetzt habe ich mich hier festgesuckelt oder was? Ja, genau. Okay, dann fahren wir nochmal vor und zurück. Jetzt noch einen Meter zurück, bis die Ente kommt. Meine Fresse, ist das hier ein Scheiß. Einfach viel zu lang für diese Kurve. Na gut, wir haben es geschafft. Hat ja auch lange genug gedauert in meinen Augen. Wir kommen gleich an. Irgendwann, bestimmt. Ja, mit 31.000 Euro kommen wir noch nicht weit. Wir müssen gucken, dass wir erstmal Aufträge handeln und dann irgendwann nochmal wieder ansehen, weil die Ernte haben wir ja schon eingefahren. Das heißt, wir haben noch Zeit, bis wir das ansehen. Können wir sowieso nur jetzt irgendwann noch ansehen, beziehungsweise erst im Frühjahr ansehen. Müssen wir mal gucken, was wir machen. Ja, das machen wir nach diesen Aufträgen mit Gras. Machen wir das dann. Jo, dann machen wir jetzt auch mal ruhig die Zeit mal auf 1, weil nicht, dass diese Aufträge alle ja verloren gehen. So, wir sind angekommen. Dann einmal habe ich denn überhaupt alles angeschlossen an Hydraulik? Ja, Hydraulik, ja, aber doch, Zapfel habe ich auch. Okay, angeschlossen, perfekt. So, einmal ausklappen. Und jetzt müssen wir noch da die Bandschwader runter machen. Anschalten, senken. So, dann geht's mal los. Das Abmähen hier. Endlich mal ein bisschen breitere Arbeitsbreite. Nicht mit meinem kleinen Mäher, sondern mal was Vernünftiges, würde ich sagen. So, haben wir schon einmal eine Bahn. Wenn wir hier vorne irgendwo so hochfahren, ja, ne? So, das machen wir so. Dann brauchen wir nicht so viel rundherum im Kreis fahren, dann können wir hier echt gerade fahren. Aber hier hinten ist sehr spitz, das Feld, sehe ich gerade. Na gut, so gut, was willst du machen, ne? Sind ja nicht alle Bälle hier praktisch quadratisch gut, sondern auch mal dreieckig hier ungefähr. Brauchen wir aber keine Vorgewände hier machen bei dieser Spitze. Das wäre too much, wenn ich das machen würde. So. Mehrwerk vorne runter, vorfahren, hinten runter. Läuft. Hier müssen wir gucken, dass wir dann Telefonmasten, Strommasten, weiß nicht, was das ist. Ich glaube, ist Telefonmasten. Früher war das so, dass diese Telefonkabel über Land noch gingen. Dass wir da halt links vorbeifahren, genau. Dann passt das perfekt, dass wir da mit einer Bahn durchkommen. Ich glaube, das ist schon eine stattliche Wiese. Ich denke mal, wenn ich hier vorne den Kuhhof irgendwann habe mit Biogasanlage, dann sind wir auch auf diese Wiese auf jeden Fall angewiesen. So, angekommen hinten. Von vorne können wir schon weitermachen. Hinten kommt jetzt auch. Immer Kurven mähen und so, da bleibt irgendwas nachher stehen und so. Da bin ich nicht so der Fan von. Aber hier auch. Naja, fast geklappt. Aber eine Kurve hauen wir hier rein. War eine leichte nur.
So. Eine Runde haben wir schon geschafft. Das ging ja fix war. Genau, jetzt nehmen wir hier einfach die gleiche Reihe, so immer weiter. Also zweimal und dann gucken wir uns eine gerade aus und dann gerade hoch runter. So, wieder mehr wegrenken. Und dann gehen wir hier die Spitze wieder machen, ne? Ja, uns gehen jetzt ungefähr 800 Euro, oder was ich gelesen habe, flöten, weil wir die Sachen geliehen haben. Aber wir haben diese Sachen mal ehrlich vergeben, Auftrag quasi. Und von daher gesehen, denke ich schon, dass das ganz gut läuft, weil, guck mal, wir haben jetzt die Sachen fürs Silage machen. Gut, daher sage ich ja. Andere Seite für Heu können wir bis auf Spada, bis auf den Zetter, doch auch alles davon nutzen. Hm? Also macht es doch auch meinetwegen Sinn, alles irgendwie. Oh, wir können auch GPS nehmen, stimmt. Haben wir ja. Mal gucken, ob dieser Pfosten Kollision hat oder nicht. Ja, wie gesagt, können wir da gerne alles nutzen, warum auch nicht. Das macht, glaube ich, viel, viel Sinn, wenn wir das machen. Sind zwar einmal die 800 Euro, aber hey, komm. Ja, der natürlich Kollision. Wie im normalen, richtigen Leben. Ist ja richtig. Ist ja auch okay. Ist ja vollkommen in Ordnung. Man muss es halt wissen, dass man auch dann eben da aushebt oder so vielleicht. Ja gut, jetzt fahren wir durch das GPS ein bisschen versetzt. Aber dafür haben wir dann gleich ja auch, oder jetzt auch gerade Bahn halt, ne? So, hier passt das ja eigentlich schon perfekt mit den Telefonmasten wieder. Also einen kleinen Ministreifen stehen bleibt, das ist okay. Nee, hier passt das mit dem GPS nicht. Hier werden wir, glaube ich, nur mit dem Frontmehrwerk einmal. Nein. Einmal nur mit dem Frontmehrwerk eine Spur machen, damit dann der Rest im GPS drüben mitwandert. Das ist aber eine kurze Bahn, dann passt das mit dem da drüben. Genau, und jetzt können wir hier wieder hoch runterfahren mit GPS. So, geht der andere auch noch runter? Jawohl, geht auch noch runter. Und so haben wir uns das hier so ein bisschen ja gerade gemacht mit GPS, ne? Mit der Reihen sozusagen. Sieht jetzt ein bisschen wild aus mit dem Bahn so, aber okay. Ihr wisst ja, warum und weswegen ich das mache, das habe ich ja erklärt. Diese Halle, also wenn wir drüben den Hof haben, kann man diese auch gut nehmen für die ganzen Graserntefahrzeuge, wo wir jetzt hier Schwada, Mäher und das ganze Gedöns, was man sonst noch dafür braucht, alle da unterzustellen, weil dann braucht man das nicht irgendwo zu Hause machen. Kann man das hier hinstellen, hier sind die Wiesen, dann hat man das direkt vor Ort. Also ich finde das lukrativ, wenn man das machen würde.
aber schon ein paar Bahnen hinter uns hier, würde ich sagen. Der Pfosten, der stört uns gleich, glaube ich, nicht wirklich. So, ne, der geht runter. Und dann können wir noch einmal hochfahren hier. Und gleich, wenn wir runterkommen, gehen wir vorher links rum. Dann stört er uns da nicht. Dann läuft das doch. Perfekt. So, und dann hier wieder zurück, ne? Schön die Schrägen mitnehmen hier. Nichts stehen lassen. Und dann ist auch gut krass drin in diesem Gedönse-Dings. Leider kann ich irgendwie nicht den Ertrag sehen. Warum auch immer nicht. Wird nicht angezeigt. Achso, ich weiß auch warum nicht. Moment, können wir auch ändern. Der wird gleich angezeigt. Hier müssen wir hier unser Gras auswählen. So, und jetzt wird uns das ertragsmäßig auch gleich angezeigt, ne? Oder geht das bei Mission nicht? Das kann natürlich auch sein. So, wieder runter. GPS an. So, jetzt müssen wir aber jetzt einmal mit Hand hier in den Pudding mähen. Ein kleines Stück, das kann stehen bleiben. Wir kriegen halt nicht alles mit. Ist halt so. Jo, einmal fahren wir da runter. Hallo. Hinten das Schneidewerk, also das Mehrwerk, bitte auch mit runtergehen. Ja, jetzt geht's mit runter. Naja, Technik nicht. Jetzt, wenn man ein Steuergerät nicht drückt, sondern das andere, dann hat man nur vorne und nicht zusammen beides hoch runter. So, und hier müssen wir auch einmal aus dem GPS raus und einmal so rumfahren. Wegen dem Masten. Und dann können wir auch wieder rein sliden hier. Da haben wir halt ein paar Schlenker da drin. So, was soll's machen, ey? Wenn nur ein Strommast in der Wiese ist, dann kannst du nicht einfach absägen. Nee, das geht ja nicht. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Lasst ein Like und Abo da. Schreibt gerne einen Kommentar, damit ich weiß, wie es euch ankommt, was ihr sehen möchtet. Und falls ihr euch das gefällt, aktiviert auch noch die Glocke, dann bekommt ihr eben eine Push-Benachrichtigung, dass ihr nichts verpasst. Also, bis dahin, euer Capo und ciao!